Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind hier in der staubtrockenen Ruine und stehen hier, denke ich mal, vielleicht vom Bossraum, so circa. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein Geheimnis, da müssen wir jetzt ein paar Sachen reinlegen. Und es war auf jeden Fall in der Mitte der Stern. Ganz rechts war der Mond. Und links hatten wir das Dreieck. Das haben wir im letzten Part rausgefunden. Da war so eine Zeichnung, beziehungsweise so, ja, die Säulen nochmal da. Und da waren diese einskizziert, sage ich mal. Dementsprechend wussten wir das, wie das funktioniert. So, er rennt hier wieder panisch umher, rechts nach links. Wir haben uns auf jeden Fall gut vorbereitet. Wir fahren auf jeden Fall eine Etage runter. Vielleicht, doch, da unten, ich sehe den KP, den KP-Block. Bedeutet Bossfight, Leute. So, wir gönnen uns den KP-Block. Vielleicht kriegen wir hier auch nochmal einen Save-Point. Okay, auf den ersten Blick sehe ich nichts. Was Unsichtbares sehe ich auch gerade nicht. Falls es hier irgendwelche Geheimnisse noch geben sollte, gerne in die Kommentare schreiben, dann holen wir uns die. Aber ansonsten, okay, hier haben wir den Safe-Block. Dies ist die letzte Warnung. Genug mit diesen Narren-Tai. Narre-Tai? Verschwinde sofort! Nope, wir speichern, wir sind voll aufgeladen, wir sind vorbereitet. Wir hatten noch ein Level-Up im letzten Part. Wir sind bereit für den Bosskampf. Let's go. Okay. Ist einfach... Okay. Du siehst cool aus. Du hast all diese gruseligen Warnungen ignoriert. Hast du denn nicht genug Hausverstand, um dich zu fürchten und davonzulaufen? Was ist los mit dir? Leg dich nicht mit Tutan Koopa, dem getreuen Diener von König Bowser, an. Ups, ich meine, du solltest es bereuen. Tutan Koopa? Was ist mit dem? Tutan Koopa. Wirft er mich gleich mit Panzern ab? Gar keinen Bock drauf. Okay, wir scannen das mal. Das ist Tutan Koopa. Er ist einer von Bowsers Schergen. Sein Auftrag ist es, einen der Sterne zu bewachen. Ich hörte, er leidet an einer Art Pharao-Komplex. Maximale KP 30, Angriffskraft 3, er hat keine Verteidigung. Er greift an, indem er Panzer von dort oben herabwirft. Versuche ihn, Abwehrhaltung zu gehen, wenn er Magie einsetzt. Seine magische Angriffskraft beträgt 2 und tut mächtig weh. Außerdem ruft er Chomps zu Hilfe. Sie sind ihm treu ergeben. Diese Chomps verfügen über beachtliche Angriffskraft. Überlege dir genau, wen du zuerst angreifst. Tutan Koopa oder Chomp? Okay, aktuell hat er überhaupt keine Hilfe. Dementsprechend würde ich sagen, wir ballern einfach erstmal drauf mit ein paar Jumps. Hammer können wir nur Erdbeben theoretisch machen. Da treffen wir auch nur ihn. Oder wir machen einfach mal gleich zum Anfang Donnerblitz. Ich glaube, das ist auch ganz praktisch, denn wir haben Rückerstattung an. Da kriegen wir auch ein bisschen Kohle. Ich mache das einfach mal. Gerade für Bossfight lohnt sich das, glaube ich. Komm, Chomp, was? Beiß den Eindringling. Ich glaube, das ist dann der richtige Moment für einen Flächenangriff. Aber das ist ein anderer Chomp. Den müssen wir, glaube ich, auch nochmal scannen. Ja, den haben wir nämlich auch noch nicht gescannt. So, Scanner. Chomp. Das ist ein Chomp. Ich bin mir sicher, du hast schon mal von Chomps gehört. Maximale KP 4, Angriffskraft 3. Oh. Der hat hohe Verteidigung. Sie besteht aus einem so harten Material, dass die meisten deiner Angriffe sie nicht mal kratzen. Ich hörte auch ein Gerücht, dass die Chomps ein wenig sauer auf Tutan Koopa sind, weil er sie so schuften lässt. Das ist irgendein Hinweis bestimmt, hä? Aber ich glaube, im Anti-V-Hieb hauen wir den doch direkt weg, oder? Jawohl, einfach One-Hit. So, besiegt. Jawohl, und noch weggeplockt. Hey, das läuft. Das läuft richtig gut, Leute. So, haben wir noch was, was wir werfen können? Ein staubiger alter Hammer, wirf ihn nach einem Gegner. Oh, könnte ich machen, mache ich aber nicht. Ich glaube, ich bin da erstmal so zufrieden mit. Wir bautzen mal. Wir können aber keinen Special Bautz machen. Achso, den habe ich abgelegt. Ah, das ist vielleicht ganz dumm gewesen, ne? Erdbeben, vielleicht ein Hammerwurf. Ein Hammerwurf wäre, glaube ich, doch ganz geil gewesen. Okay, wir machen zweimal Bautz.
Und für ihn mache ich jetzt einmal aufladen. Versteckt Angriff auf dem 2, nach dem Kampf wieder normal. Was heißt nach dem Kampf? Nach einem Angriff oder... Müssen wir mal gucken. Ich bin ein Meister der Magie. Sieh her und staune. Dein Partner wurde verletzt und kann nicht... Wow, dankeschön. Shit. Ja, der hat Schaden gemacht, ne? Ich werf mal den Hammer, komm. Wir gucken mal, was passiert. Ein Schaden. Der macht einen Schaden. Was ist denn das? Das sieht einfach nichts. Fast Jump. Probe da. Wie viele hatten der davon? Aber gut, wenn ich die mal wegballer, da kriege ich Erfahrungspunkte. Anti-V-Hieb. Weg damit. Bam. Einmal drauf. 4 Punkte. Weg mit ihm. So, der wirft wieder einen Panzer. Den Block mal einfach wieder weg. Geil. Das läuft. So. Wir sind wieder dran. Ich nehme mal eine Feuerblume. Wir kriegen ja sowieso Geld zurück. Dementsprechend finde ich das, glaube ich, sowieso ganz geil. Wenn wir jetzt richtig schön Items verwenden. So, und unser lieber Gumbario, der jumpt jetzt ordentlich drauf mit seiner Kopfnuss. Und ich hoffe, ich habe einen Doppeljump hinbekommen. Mach 8 Schaden. Sehr schön. Aber seine, ja, seine Fähigkeit ist leider vorbei. Lol. Hä? Jetzt kann ich ihn voll weghauen. Also ganz ehrlich, das, was war das denn? Der hatte ja sowieso keine Verteidigungskraft. Dementsprechend. 2, 3, 4. Bam. 4 Schaden drauf. So, ja, der ist wieder normal. Ja, das Aufladen, ich weiß nicht. Das Aufladen ist doch irgendwie sinnlos, oder? Ich weiß nicht. Trinkt jetzt nicht so krass viel. Autsch, was machst du? Das tut weh. Ich bin der König der Wüste. Du bist sehr unhöflich. Nimm dies. Und wieder Magie. Ah ne, er fliegt wieder nach oben und... Fast Jump! Okay, wir kriegen nochmal Erfahrungspunkte. Ja, wir beenden das jetzt. Okay, Anti-V-Hieb, kriegen nochmal Erfahrungspunkte. Kein Problem, machen wir gerne. Und du machst den Rest. Was ein easy Bossfight. Nice, richtig schön viel Erfahrung. Und wir kriegen... Boah, lass verdoppeln. Lass verdoppeln. Ja! Was passiert? Alter Falter, jawohl. Das läuft. Nein! Jetzt wird er weggegessen. Oh, komm her, Chompy. Wow, was machst du? Ah, Hilfe! Entschuldigung. So. Hey, wie cool. Also das war ja ein richtig easy Bossfight. Haben wir gut gemacht. Find ich. Und damit haben wir unseren zweiten Stern befreit, Leute. Ich freue mich. Wir haben auf jeden Fall in der staubtrockenen Wüste noch ein bisschen was zu tun. Ein paar Geheimnisse fallen mir jetzt auf Anhieb noch ein. Aber so an sich, ich bin sehr, sehr zufrieden. Congratulations! Kapitel Ende! Voll gut! So förderten Mario und seine Freunde das Geheimnis der staubtrockenen Wüste zutage. Tutankhupa, der böse Zauberer, hat seinen Meister gefunden und die edle Mama Wunder wurde befreit. Die edle Mama? Ach, sie heißt Mama. Ah, okay. Doch warten noch viele gefährliche Abenteuer auf Mario. Das Schlimmste steht ihm noch bevor. Was bringt die Zukunft für Mario und seine Freunde? Wohin wird sie ihre Reise als nächstes führen? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, natürlich nicht. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch nicht mal die 10 Minuten erreicht. Speichern und weiter. Let's go. Jetzt kommt aber nicht wieder so ein Peach-Kapitel, oder? Ich will noch nicht Peach-Kapitel haben, bitte. Ich glaube, es kommt ein Peach-Kapitel. Oh no.
Hallo, wie geht es euch, Prinzessin? Oh, nichts macht mich glücklicher als ein Lächeln von euch, Peach. Tja, Pech gehabt. Ich bin ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die jemals unser Königreich befallen hat. Ich sag dir was, ich werde erst lächeln, wenn alles wieder so ist, wie es war, bevor du aufgetaucht bist. Oh, das ist ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Mario, dieser Heini, hat soeben die Koopa-Brüder und Tutan-Koopa geschlagen. Gut, sie waren zwar absolute Schwachköpfe, aber sie waren mir treu ergeben. Diesen Akt der Respektlosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss er sich dem unbezwingbaren Tupa-Plupa stellen. Er ist die stärkste Kreatur, die ich kenne. Nach mir. Ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit! Wir haben ein Problem! Was los, Kami Koopa? Was ist geschehen? Du bist ja völlig außer dir! Psst, psst! Was? Der Stern ist aus Tupa Plupas Schloss entkommen! König Bowser, bitte dämpft eure Stimme. Prinzessin Peach kann euch hören! Ja, stimmt. Berichtet mir die Einzelheiten woanders. Komm. Jetzt müssen wir bestimmt wieder uns rausschleichen und abhören, ne? Ich denke, das ist der Plan. Twink, hast du das gehört? Jedes einzelne Wort. Der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass er dieses Tupa-Plupa-Ding unbezwingbar nannte? Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Wir sollten versuchen, etwas über Tupa Plupa herauszufinden. Wenn wir etwas finden könnten, irgendetwas über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Gute Idee. Dann gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Na dann, ich weiß, wo es lang geht. Hier ist der Geheimbutton. Zack, mach mal einen Kamin aus. Und dann gehen wir mal wieder auf Tournee, würde ich sagen. Ne? Hat ja immer noch keiner gemerkt, dass hier der Geheimgang ist. La 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 la. Die sind so dumm. So, und dann machen wir hier nochmal das Ding. Und drehen mal eine Rünschen. Und dann gucken wir mal, was die da so plappern. Wie doof. So. Tagebuch ist leider weg. Schade. Draußen steht noch immer die Wachen. Sei vorsichtig, damit du nicht gesehen wirst. Nein, müssen wir jetzt schleichen? Frage ist, wohin müssen wir gehen? Lalalala. Ich gehe einfach mal hier hoch. Hoffe, das ist richtig. Ist nicht richtig. Okay. Tja. Da muss ich scheinbar auch... Wow, okay, der hat sich gerade in dem Moment... Ah, Britta Beach! Ihr wisst, dass ihr auf euer Zimmer gehen müsst. Ich bringe euch mal zurück. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Zack, reingeschmissen. Wundert ihr euch gar nicht, dass der Kamin offen ist und da kein Feuer brennt? Okay. Bist du in Ordnung, Prinzessin? Ich bin in Ordnung, danke, Twink. Das war einfach nur dumm. Ich muss vorsichtiger sein. Nein, die haben sich einfach in dem Moment umgedreht. Ich konnte nichts sehen. Ich kann die Kamera nicht drehen. Cool, dass es viel schneller geht. Dankeschön für den Skip. Okay, auf ein neues. Wir versuchen es nochmal. Er war halt einfach schlecht getimed, sage ich mal. So, der hat sich gerade halt ganz dämlich umgedreht. So, da müssen wir bestimmt hin, ne? Könnte ich mir vorstellen. Jo, das ist eine Schatzkiste. Uhu. Oh, sieh doch, was für eine wunderschön gearbeitete Schatzkiste. Gefällt sie dir? Dies ist eine geheimnisvolle Schatzkiste, die schon seit Generationen in meiner Familie weitervererbt wird. Wirklich? Wie mysteriös. Eine geheimnisvolle Schatzkiste. Diese Kiste ist mit einer anderen geheimnisvollen Schatzkiste im Königreich verbunden. Man sagt, dass alles, was in dieser Kiste gelegt wird, in der anderen Kiste wieder auftaucht. Ist das nicht... Was? Ist das nicht nur geheimnisvoll? Ist das nicht geheimnisvoll? Oh ja, wow, das ist wirklich cool. Und wo steht die andere Kiste? Wo sie ist? Ich kann nicht leider mehr daran erinnern. Ja, vielleicht hätte die aus dem Schloss mal gehen sollen. Warte mal, da ist was. Das ist doch diese geheimnisvolle Schatzkiste. Ja, Twink, das ist sie. Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du hier etwas hineinlegen. Und jemand anderen kann es aus der anderen Kiste wieder rausnehmen, oder? Weißt du, wenn wir hier etwas hineinlegen, kann Mario es vielleicht woanders wieder mitnehmen. Ja, das wäre möglich. Was könnte ich hineinlegen?
Ja, den Orten, ne? Ich weiß auch, wo die Kiste steht. Die steht hier bei, der Wahrsagerin? Und bei dem Stern, bei dem Sterngipfel hier, ne? Bei dem Sternstuppengipfel. So. Meditation. Das Fokuskommando lädt die Sternenergie mehr auf. Naja, gut. Ist jetzt nicht so krass. Meditation wurde in die Kiste gelegt. Aber wir nehmen das mal mit. Wir wollen ja alle Orden sammeln. So, ich hätte eigentlich gedacht, das war jetzt schon richtig hier. Die Frage ist, wo müssen wir denn jetzt hin? Da, ich weiß nicht. Kann ich irgendwie Lärm machen? Okay, warte mal, hier haben wir auch eine Tür. Haben wir noch mehr Türen? Ich glaube, die Haupttür ist abgeschlossen, ne? Wir haben noch ganz viele Türen, okay. Abgeschlossen. Okay, ich geh mal hier rein. In die... Hier stehen auch Wachen. Vermutlich auch noch ziemlich viele. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Ja, was soll ich hier hin? Das ist halt die Frage. Oder soll ich in die andere Ecke? Gute Frage, ne? Belausche ich die jetzt gleich? Da ist noch ein Orden. Ja, Prinzessin Peach. Ihr wisst, dass ihr euch nicht hier... Das ist doch nicht erlaubt. Was machst du denn? Ich bringe euch mal zurück. So. Ich hab's jetzt im Urin. Das wird eine gute Runde. Ich warte jetzt hier einfach mal. Jetzt ist er gerade zurückgelaufen. Ich hab's gesehen. Okay. So, zack. Kampfhutorden erhalten. In einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 2. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, cool. Kann ich ihn belauschen? Hey, hast du schon vom Meister Tupapupa gehört? Man erzählt, dass er es liebt, Geister zu verspeisen. Oh, Geister wie? Meister Tupapupa. Er lebt tief im Nimmerwald, oder? Ich glaube, er bewacht dort einen der Sterne. Ja, Meister Tupapupa lebt in dem Schloss über der windigen Schlucht. Ich hörte, nahe des Schlosses liegen eine Villa und ein Dorf voller Geister. Soviel ich weiß, geht Meister Tupapupa manchmal dorthin, um Buhus zu fangen. Und wenn er einen gefangen hat, schluckt er ihn hinunter, mit dem Kopf zuerst. Brrr. Oh Mann, das ist so gruselig. Jetzt traue ich mich nicht mehr, nachts alleine aufs Klo zu gehen. Und ich werde Albträume bekommen. Warum musstest du mir das erzählen? Ich hörte auch, dass Meister Tupapupa unbezwingbar sein soll. Niemand kann ihn verletzen. Man kann ihn nicht mal kratzen. Er ist vielleicht sogar stärker als König Bowser. Stärker als König Bowser? Komm schon, das ist unmöglich. Selbst Meister Tupapupa muss einen Schwachpunkt haben. Jeder hat einen. Ja, du hast sicher recht. Ein anderes Gerücht besagt, dass Tupapupa ein Geheimnis hütet. Es wäre sein Ende, wenn es jemand lüften würde. Ich wette, es hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich hörte, dass er früher alles andere als stark gewesen ist. Was, wenn Tupapupa dich hört? Er wird uns beide verschlingen. Aber dennoch, was glaubst du, könnte wohl sein Geheimnis sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Deswegen ist es ja ein Geheimnis, du Halbhirn. Twink. Tupapupa hat also doch einen wunden Punkt. Wenn wir ihn nur herausfinden könnten. Wie? Hey, hast du auch gerade jemanden sprechen gehört? Glaubst du, jemand weiß, dass wir hier faulenzen? Oh nein, Prinzessin Peach! Wie seid ihr hergekommen? Es tut mir leid, dass du hören musstest, aber wir müssen sie sofort auf unser Zimmer bringen. Alter, einfach der Hammerbruder. Hammerbruder ist bestimmt ein starker Typ. Da oben ist noch ein Orden, sehe ich gerade. Oh nein! Aber wir haben jetzt auch noch einen Orden, den wir jetzt nicht überbringen konnten, ne? Leider. Danke, Mario. Endlich kann ich in den Sternhafen zurückkehren. Mein Name ist Mama. Es freut mich, dich persönlich kennenzulernen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, aber ich weiß, dass du Prinzessin Peach befreien wirst. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Hier, nimm dieses Geschenk. Es gibt eine neue Fähigkeit, hä?
Marios Sternkraft erhöht sich auf 2. Mario erhält die Sternkraft Wiegenlied. Wiegenlied lässt alle Gegner in tiefen Schlummer sinken. Ruf mich, wenn du in Gefahr bist. Glaube an mich, Mario. Meine Kräfte sind gewaltig, denn ich bin einer der hohen Sterne. Unsere Kräfte werden stärker. Mach nur weiter so, Mario. Du musst die anderen Sterne so schnell wie möglich retten. Okay, ich kehre einstweilen in den Sternhafen zurück. Wie es wohl meinen geliebten Sternhafen ohne den Sternenstab ergangen ist? Auf Wiedersehen, Mario. Ich gehe nun. Okay. So, wahrscheinlich wird uns gleich noch Twink aufsuchen, irgendwie. Wir heilen uns nochmal schnell. Ich hätte jetzt eigentlich gerne noch den Orden von Peach da reingelegt. Wir haben auf jeden Fall noch andere Orden, die wir da irgendwie reinlegen müssen. Mal gucken. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's aber für diese Folge. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Super Paper Mario. Tschüssi, Leute. Dann machen wir hier noch ein bisschen die Wüste unsicher.